So, ihr Lieben, auf geht's. Gender hat Reibungspunkte mit der Wirklichkeit, weil es konstant, und zwar von Anfang an, die Biologie nicht wirklich ins Spiel bringt. Biologie bedeutet, wir sind genetisch, wir sind hormonell, wir sind auch anatomisch in der Regel zwischen Mann und Frau verschieden. Der Einwand kommt sofort, dass es Zwischenstufen gibt. Auch dem kann man nachgeben, aber hier gibt es Unterscheidungen. Also wir haben Menschen, die geboren werden, in denen die Geschlechtsorgane nicht erkennbar oder nicht ausgereift sind. Ist medizinisch seit langem bekannt, ist keine neue Erkenntnis. Die werden in der Regel dann nach ihrer Genstruktur XX, XY auch operiert oder man wartet noch zu, ob die Reifung noch einsetzt, die sogenannten Intersexe. Wenn wir aber von einer Geschlechtsoperation sprechen, dann meinen wir, dass jemand dann bewusst seinem anatomisch, hormonell und genetisch gegebenen Körper andere Stoffe zuführt, zum Beispiel andere Hormone, aber auch operative Veränderungen wegschneiden oder anfügen. Und in diesem Sinne wechseln wir dann aus einem Geschlecht in ein anderes. Wir wechseln aber nicht wirklich. Die Genstruktur bleibt immer erhalten. Ich bin bis in meine Haarspitzen eine Frau, es spielt gar keine Rolle. Auch wenn ich eine tiefere Stimme bekomme mit anderen Hormonen. In diesem Sinne hat Gender eine Willkür auch. Das ist jetzt gar nicht mal, ja, ist nicht gemeint im Sinne, dass man Menschen verurteilen kann, die das tun. Wir kennen heute eine sogenannte Körperdysphorie, also ich fühle mich unwohl in meinem Körper. Und in diesem Sinne setze ich jetzt meinen Willen, aber auch Hightech-Medizin gegen meinen Körper ein. Die Grenze liegt nur da, wo diese Dysphorie in Wirklichkeit eben nicht bearbeitet wird, sondern wo die Dysphorie eigentlich eine psychologische Begleitung, eine psychotherapeutische Begleitung und vor allem eine Befreundung mit dem eigenen Leib bräuchte. Das heißt, das Messer des Operateurs oder auch die Chemikalien der Medizin, mit denen ich mein Geschlecht wechseln will, sind natürlich äußere Eingriffe, aber die Frage, ob sie die Not meiner inneren Entzweiung mit mir selber überhaupt beantworten.